Heimatgeschichten werden präsentiert von der Schreinerei Schuster. Eines der größten Zirbenbettenstudios in Bayern. Zirbe, der Baum ewiger Jugend. Diese Woche in der Gemeinde Sulze-Moos, 30 Kilometer nordwestlich von München. Die Gemeinde hat 10 amtlich benannte Gemeindeteile. Die größeren sind Sulze-Moos, Einsbach, Wiedenshausen und Orthofen. Dieses Jahr hätte die Gemeinde ihr 1200-jähriges Bestehen gefeiert. Denn im Jahre 820 wurde der Ort das erste Mal in einer Freisinger Urkunde erwähnt. Heute leben hier rund 3300 Menschen. Wir haben den Steinkünstler Uli Hochmann in seinem Garten besucht, außerdem die Gemeindedienerin Walli Schauer und waren in der Museumshütte vom berühmt-berüchtigten Räuber Kneißl. Und heute geht's erstmal vors Rathaus, weil wir treffen Bürgermeister Johannes Kneidl, der im Mai diesen Jahres neu gewählt wurde. Und wie würden Sie Sulze-Moos jetzt für jemanden beschreiben, der hier noch nie war? Na gut, Sulze-Moos ist, wie die meisten sich denken, wenn man so zwischen den städtischen Räumen Augsburg, München sind, sehr, sehr ländlich geprägt. Eine Gemeinde, die aus dem bäuerlichen Milieu kommt, aber sich wahnsinnig verändert hat die letzten Jahre und die letzten Jahrzehnte. Also bei uns ist natürlich jetzt im Großraum München ein starker Zuzug. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man die Gemeinde so beschreibt. Wir haben wirklich eine ganz tolle Mischung, ganz tollen Zusammenhalt von Leuten, die hier immer schon waren, so wie ich jetzt zum Beispiel. Ja. Sind Sie richtig hier aufgewachsen? Ich bin hier quasi Eingeborener, ja. Auf dem Bauernhof. Mhm. Bauernbursch sozusagen, okay, aus Sulze-Moos. Ja. Und denen eben, die neu dazugekommen sind und dann natürlich in einer Dynamik in diesem Wirtschaftsraum. Sie sehen das hier bei uns, die Gemeinde hat eine entsprechende Dynamik aufgenommen, die lang anhält und so. Das ist also, die Beschreibung ist wirklich ländlich geprägt, aber modern und gut unterwegs. Mhm, da bin ich jetzt gespannt und jetzt zeigen Sie uns mal einen Ort, den ersten Ort, den Sie uns zeigen, da fahren wir jetzt mal hin zusammen, ja? Ja, gerne. Dann machen wir aber erstmal eine kurze Pause. Die Heimatgeschichten werden präsentiert von der Schreinerei Schuster. Eines der größten Zirbenbettenstudios in Bayern. Zirbe, der Baum ewiger Jugend. Wir sind in der Gemeinde Sulze-Moos und Bürgermeister Johannes Kneidl erzählt uns von seiner Gemeinde. Und Herr Kneidl, was waren so die ersten Projekte in Ihrer Amtszeit? Ja, wir haben momentan sehr viel Bauaktivitäten bei uns. Ein komplett neuer Straßenbau und dann wird gerade Erdgas verlegt und Glasfasererschließung geht weiter. Was zwei ganz, ganz tolle Sachen waren in der Zeit, wo man auch die Menschen zusammenbringt. Das finde ich immer so schön, wenn man irgendwas machen kann, wo die Leute zusammenkommen. Das ist zum einen haben wir einen Dorfmarkt, so heißt er, gestartet, wo örtliche Lebensmittelerzeuger oder Anbieter oder regionale zumindest in bestimmten Produktsegmenten ihre Ware anbieten, wie so ein Wochenmarkt. So was gab es bei uns vorher nicht und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ui. Das passt natürlich in die Zeit. Ja, aber wie ging das mit Corona? Dann einfach draußen mit Abstand? Konzept entsprechend, Abstand. Mhm. Maskenpflicht. Das ist wie wenn man aktuell in einen Laden geht, muss man seine Maske aufhaben und sowas, ja, obwohl es im Freien war. Mhm. Aber das ist entsprechend umgesetzt worden und die Resonanz war prima, hat perfekt funktioniert auch vor dem Hintergrund. Und ehrlich, ich bin von ganz, ganz vielen angesprochen worden, die gesagt haben, hey, das hat bei uns gefehlt, sowas. Mhm. Also, und das wird es auch weitergeben jetzt? Ja, das war jetzt so ein bisschen Pilot im September, Oktober. Mhm. Beide Termine super erfolgreich, Zufriedenheit bei den Leuten, bei den Kunden sozusagen und bei den Anbietern. Und wir werden schauen, dass wir das nächstes Jahr umsetzen können, dann von April bis Oktober. In die Wintermonate soll nichts sein. Ja. Und bis jetzt, wie gesagt, nur positive Stimmen, alle wollen mitmachen. Und das zweite Projekt ist auch ganz was Tolles. Wir haben so ein älteres Haus in der Gemeinde und das haben wir unseren Jugendlichen in dem Ortsteil, in Wiedenshausen ist das, überlassen. Die waren nicht so ideal untergebracht. Und die Idee war, Mensch,
Wollt ihr da reingehen? Wollt ihr es euch selber herrichten? Quasi euren eigenen Jugendtreff schaffen? Und die Mädels und die Jungs, die sind da mit Begeisterung dabei. Jetzt aktuell gerade, die machen da Malerarbeiten. Da müsst ihr unbedingt mal hinschauen. Da können wir da hinschauen, ja, das müssen wir unbedingt machen. Das heißt, die renovieren ihr eigenes Haus für sich. Genau. Dann, das ist ja eine geniale Idee. Man muss natürlich schon dazu sagen, die sind da nicht sich selbst überlassen. Ja. Also zum einen mal bei dieser Renovierung, da gibt es auch Eltern, die da mithelfen, beziehungsweise bis hin zum Material spenden, also das ist sensationell. Aber sie sind insofern auch nicht selber überlassen, weil wir haben eine aufsuchende Jugendarbeit und unsere Jugendarbeiterin und auch ein Kollege von mir aus dem Gemeinderat, der unser Jugendreferent ist, die schauen da auch auf dieses Projekt, kümmern sich ein bisschen mit drum und das wird dann nachhaltig einfach als Treff etabliert. Wow, also ja, wirklich toll, dann kriegen die auch mal so ein bisschen mehr Raum in der Gemeinde fast, also in beiden Sinnen. Ja, genau, in beiden Sinnen und nochmal, das waren jetzt die letzten beiden Beispiele eben was auch, wo die Leute zusammenkommen, wo man wirklich was macht. Dass Begegnungsstätten oder Begegnungsräume geschaffen werden. Und das ist mir ein Riesenanliegen. Ja. Nicht nur einfach immer irgendwas bauen oder so, sondern auch diese kleinen Sachen, diese kleinen Details. Und das kommt echt super. Ja, da bin ich ja, da freue ich mich schon drauf, wenn wir da hinfahren. Das organisieren wir. Sehr gut. Und jetzt da hinten, ist das jetzt der Kirchturm, wo wir jetzt gleich hinfahren? Oder das nicht? Ist die Kirche von Sulzimo. Das ist die Kirche von Sulzimo. Wir fahren zum höchsten Kirchturm zwischen Augsburg und München, und zwar zu dem von Wiedenshausen. Und der ist da hinten. Okay. Am Horizont ersichtlich. Okay, dann fahren wir da jetzt mal hin. So, jetzt haben Sie uns also hier in diesen Kirchturm geführt. Ja. Wie weit oben? Jetzt sind wir ja schon fast ganz oben, Jetzt oder? Sind wir fast ganz oben auf dem Kirchturm in Wiedenshausen. Mhm. Das ist jetzt somit der höchste Punkt, wo man über unsere Gemeinde drüber schauen kann. Mhm. Also da zum Beispiel, wenn man rausschaut zu dem Fenster, da sieht man direkt nach Sulzimoos, da wo wir jetzt waren, wo die Gemeindeverwaltung ihren Sitz hat, wo das Rathaus steht. Ganz schöner Blick jetzt, wenn die Sonne so schön scheint. Übrigens, Sulzimoos hat ungefähr so gut 1000 Einwohner. Mhm. Die Gemeinde selber hat insgesamt 3.300 Einwohner. Ah, also 2.300 verteilt, sind auf die ganzen anderen verteilt. Genau, verteilt insgesamt auf 4 größere Gemeindeteile. Mhm. Ich sage hier Sulzimoos. Mhm. Und wenn man hier rausschaut, da sieht man direkt auf Orthofen. Orthofen hat ungefähr 200 Einwohner. Und hier, wo wir sind, in Wiedenshausen, sind so gut 1.100 mittlerweile, 1.150. Mhm. Orthofen und Wiedenshausen ist historisch sehr eng miteinander verbunden. Die waren früher mal eigenständige Gemeinde hier, die Gemeinde Wiedenshausen. Und deswegen, vieles ist hier in Wiedenshausen auch Einrichtungen der Gemeinde, Kindergarten zum Beispiel. Also gibt es dann hier überall auch Kindergarten und Schule? Oder ist es ist nicht zentriert in Sulzimoos? Es ist nicht zentriert. Mhm. Das ist auch ganz bewusst bei uns so, dass wir die Kinderbetreuung dezentral machen. Mhm. Und zwar in den größeren Gemeindeteilen, in den dreien. Kinderbetreuung, Kindergarten, Kinderkrippe, jeweils kurze Wege für die Eltern oder für die Kinder, die zum Beispiel dann nach der Schule hingehen in Hortgruppe und da einfach zu Fuß unterwegs sind. Ansonsten hat jeder Gemeindeteil sein intaktes Vereinswesen, da gibt es Feuerwehren, da gibt es Schützenvereine, da gibt es eine Besonderheit in Sulzimoos, einen Sportverein. Den Sportverein in dem Sinn gibt es nur einmal in der Gemeinde. Und in Einsbach, das ist jetzt der Gemeindeteil, den man hier leider nicht sehen kann, der ist da hinterm Wald, hinter der Autobahn, 750 Einwohner ungefähr, da gibt es noch einen Musikverein. Also das ist eine Besonderheit, die haben da Blaskapelle mit Jugendausbildung. Ja, und so hat jeder der Ort sein intaktes Vereinswesen. Eine Gemeinde, aber jeder Ort hat doch seine eigene Identität. Und sind Sie auch noch in Vereinen? Aktiv? Ja, nicht nur in einem. Ja, ganz viele. Wobei das Thema aktiv ist, ist immer relativ. Also beim Musikverein bin ich Vorsitzender. Ei, vom Musikverein? Ja, weil Musik, das ist ein Hobby von mir. Ah. Das macht mir Spaß und das ist ein ganz toller Verein. Mhm. Auch wie gesagt, diese Jugendarbeit, die macht Spaß, die wir da machen und die Musik. Also es gibt eine Blaskapelle, die gestaltet hier sehr viel im Gemeindeleben. Mhm. Das ist eine tolle Geschichte. Ansonsten bin ich in sehr viele Vereine dabei, aber nicht mehr aktiv. Mhm. Ich muss sagen, vor der politischen Laufbahn, klar, war man da irgendwo auch mehr als Vereinsmeier unterwegs. Klar, das war so die Basis rein, dann bis in die politische Arbeit. Ja, da habe ich auch einige Funktionen gehabt, aber das ist schon über 10 Jahre teilweise her. Aber es hat immer Spaß gemacht. Und ja, das glaube ich. Dann
mündet das dann einmal in so einem Amt. Ja, genau. Ja. Und jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt noch weiter? Jetzt waren wir gerade beim Thema Musik. Ja. Jetzt würde ich sagen, jetzt zeige ich Ihnen was Besonderes. Gehen wir noch mal eine Etage tiefer. Eine Etage tiefer. Okay, bin und ich gespannt. Gibt es eine kleine Überraschung. Sehr gut. Ach, hier ist auf der Empore. Ja. Warum? Das ist eine ganz besondere Orgel. Ja, warum? Die ist, ich möchte fast sagen, einzigartig bei uns im Dachauer Land. Aha, warum denn? Ja, das Besondere ist, weil die der Bürgermeister spielt. Ah, wirklich? Spielen kann. Ja. Sie können Orgel spielen? So. Na, jetzt bin ich gespannt. Das heißt, Sie spielen schon lange, schon als Kind haben Sie es schon seit der Kindheit, ja. Na, wirklich? Im ganzen Pfarrverband Odolzhausen, Sulzimus, Ansbach. Sie sind der Organist hier. Ja, mit jemand anders noch, aber genau. Ich habe zwei Kirchenchöre. Ja, macht Wahnsinn. Spaß. Das ja, ist wirklich toll. Ein Hobby und das ist einfach schön, auf so einem Instrument zu spielen. Und was, da gibt es ja lustige Geschichten, zum Beispiel in Verbindung mit Bürgermeister. Letztens war Wochenende, da waren drei Trauungen. 10 Uhr, standesamtlich. Bürgermeister ist gleich Standesbeamter sozusagen, habe ich schnell zwei verheiratet. Dann 11 Uhr Kirche, Trauung, Orgel und 12 Uhr die nächste wieder im Standesamt. Wieder, genau, ja, praktisch, alles in einer Person. Ja, ja, super. Also, das ist toll, da möchte ich jetzt aber unbedingt noch ein bisschen mehr hören. Spielen Sie uns da noch mal ein bisschen was? Jetzt spiele ich noch Heimatgeschichten. Spezial, achso, was kommt jetzt? Bayernhymne. Ja, super. Ja, genau. Geschichten wurden präsentiert von der Schreinerei Schuster. Eines der größten Zirbenbettenstudios in Bayern. Zirbe, der Baum ewiger Jugend.